Hi Leute, weiter geht's mit Melania. Ich habe gerade gesehen, guckt mal, hier hat sich eine Rebellenarmee zusammengetan und die plündern jetzt um Lutetia. Überhaupt nicht cool, Leute, überhaupt nicht cool. Könnten die Truppen hier, die Stadtwachen mal kurz... Ne, können wir nicht. Die werden zerhackt, stückt. Brauchen eine Armee in Nicomedia. Wir haben halt leider nichts mehr hier im Rückraum. Alles an der Front. Naja. Ah, wir könnten neue Einheiten holen. Was bekommen wir denn jetzt hier? Spießträger, oder? Ja. Komm, holt Spießträger. Runde beenden. Was war das für eine weiße Flagge in Nicomedia? Ich weiß es nicht. Ich hoffe bloß, die neu entstandenen Städte da unten im Süden halten Stand. Bei der Burg habe ich keine Angst. Schaut euch mal die ganzen Kämpfer an. Was ist denn jetzt noch übrig hier? Ist ja noch alles übrig. Doch, schaut mal. Die halten Stand alle. Ja, das passt. Da brauchen wir uns das nicht angucken. Überspringen. Und jetzt zählt es als Tiefseetransport. Wunderbar. Kann der eigentlich auch Anomalien entdecken? Ach, das geht auch. Mhm. Erkundungs-EP. So. Ja, mit dem wollten wir hier ins Eis und dort noch alles entdecken. In der Hoffnung, dass es hier auch noch irgendwelche Anomalien gibt. Der mechanische Ritter. Müssen wir den noch irgendwo zur Unterstützung hinschicken? Vielleicht nach Rom. Naja, wir schicken den mal runter. Dann sehen wir den vielleicht in der nächsten Runde mal kämpfen. Aha. Man muss also erstmal an Land nochmal gehen, bevor... Also die Wassertransporter, die normalen Wassertransporter verwandeln sich nicht, wenn sie auf Wasser sind, in Tiefseetransporter. Gut zu wissen. Naja. Wieder was gelernt. Jetzt haben wir hier die Riesenarmbrust und da hat man gesagt, Richtung Bristol. Das ist halt das Nervige, dass sie halt alles plündern, die blöden Rebellen. Ach Mann, muss das denn sein? Kriegen wir Barcelona? Weiß es nicht. Wie viele Truppen fehlen ja? Zwei. Bitte den Spießträger und... Ja, Anführer ist zu langsam. Nur den Spießträger und den Plünderer da rein. Ja. Und hier fehlen zwei. Am besten zwei Armbrustschützen. Die kommen da hinein. Super. Und du wirst erstmal abwarten. Abwarten und schauen, wie die Schlacht hier ausgeht. Barcelona! Der erste Spießträger ist schon wieder hinüber. Thank you.
krass, die Ritter. Nächstes, der Spießträger wird auch noch drauf gehen. Nee, wow. Gerade so überlebt. Das ist gut. Und jetzt holt euch Barcelona. Wer sich wundert, warum ich das immer so betone, Barcelona, da gab es so einen Song irgendwie, das hatte irgendwas mit der Champions League zu tun. Und da hatten die das auch immer so lang gezogen dann. Ich hoffe, es nervt euch nicht zu sehr. Barcelona. Wir haben Barcelona. Nice. Cardiff haben sie mittlerweile zu ihrem Hoheitsgebiet gemacht. Und Bristol. Wir können nochmal in die Diplomatie reinschauen. Ja, die zwei Regionen haben sie. Und die brauchen nur noch. Und der Rest wird dann zu freien Städten. Kriegs-EP oder Kultur? Wir nehmen mal die Kultur. Halt, noch nicht weiter. Erstmal dort noch das uns gönnen. Wir holen uns die Erkundungs-EP. Das war's mit den Bewegungspunkten. Der Ritter soll an die Front oder haben wir irgendwo hier noch ein Problem mit Rebellen? Sieht im Moment nicht danach aus. Also jedenfalls hier nicht in der Nähe. Dann ab an die Front. Das ist eine Armee Deutschlands. Sammeln bei York. Die Truppen müssen ja erstmal ausheilen. Das ist der Anführer. Händler und ein Anführer. Zieh dich mal nach Vichelsia zurück. Das ist unsere Knorr. Ach, wisst ihr, was der Vorteil ist von den Karavellen, sehe ich gerade. Wir können mit den Knorr nur einen Decker fabrizieren. Aber mit den Karavellen kann man ja direkt Konquistatoren rausholen. Das ist so ein bisschen der Vorteil. Jedoch kann man doch einen Decker auch zu Konquistatoren machen. Lasst uns das mal testen. Wir hauen hier einen Decker raus und sagen, werde jetzt doch mal zum Konquistator. Ist halt nur teurer. Weil man dann halt, naja, gut, aber es ist minimal. Die Knorr ist einfach zu krass. Viel besser als die Karavelle. Es war nur ein Test. Ich kill den jetzt hier wieder. Auflösen. Nicht killen, er wird nur aufgelöst. Region inaktiv. Welche denn? Luxor. Stadtwachen sind im Moment genügend da. Und die Produktion um Luxor ist eine Katastrophe, oder? Ja, 17 ist nicht wirklich viel. Haben wir denn noch irgendwas? Ach ja, haben wir. Oh Gott, das dauert ja alles ewig. 25 Runden für einen Bauingenieur. Also wir müssen unbedingt mal nach Luxor gehen und da die Produktion mit Schaufeln ankurbeln. Oh. Na dann holt ein Pantheon raus. Einfach weil es plus 12 Runden dauert. Plus 12 Runden. Luxor, wo bist du? Da. So viel Wald. Ja, klar. Wir müssen die ganzen Sachen hier upgraden. Die Holzfällerlager. Das haben wir noch nicht gemacht. Ja. Müssen wir tun. Ist halt alles unfassbar teuer. Das müsste eine Behausung sein, ja. Können wir dann zu einem Haus upgraden. Machen wir aber nicht. Wohnraum gibt es hier genügend. Wir müssen halt nach wie vor, also einfach weiter die Holzfällerlager, die Pürstereien zu Holzfällerlagern upgraden. Das ist halt das Teure. 16. K.
könnten wir jede Runde einen upgraden. Nicomedia hat den Geheimrat fertig. Hier ist die Produktion um einiges besser. Gut, es sind auch 11 im Überfluss, aber trotzdem besser. Wenn man 11 abzieht, sind es 41. Und wie viel hatten wir in der letzten anderen Stadt in Luxor? 17 oder so. Doppelt so viel. Hebeturm, der bringt Verbesserungspunkte, also Schaufelpunkte. Palazzo, ja, auch wichtig. Baut mal den Palazzo. Oder braucht ihr irgendwas? Oh, ihr braucht Glauben. Warte. Große Kirche. Ja. Baut erstmal eine große Kirche. Und dann meinetwegen den Palazzo. Hauptstadtangriff. Feuer frei. Und noch einen Hauptstadtangriff. Wir sitzen hier aus um die Burg. Ja, alles easy. Die kommen, so wie es aussieht, nicht mal durch die Stadtmauern durch. Burgverteidiger 74%. Meinen die damit die Stadtmauer der Burg? Also die Burgmauer? Hm, wer weiß. Runde beenden oder müssen wir noch irgendwas machen? Nö, wir können die Runde beenden. Lutetia ist ganz schön unter Druck. Gut, dass er da noch einen Spießträger rausgeholt haben. Außenpost? Ach nö. Echt jetzt? Ah, so ein Mist. Ist uns komplett durch den Lappen gegangen. Die haben ja echt den Außenposten zerstört. Mist. Abydos, Rebellen werden angreifen in 4 Runden. Was ist denn mit euch verkehrt? Abydos, ja, er baut ja schon eine Stadtwache. Können wir wegmachen. Das ärgert mich hier. Außenposten zerstört wurden. Das sind 20 Gold, die fehlen. Können wir einen Pionier wieder hinschicken. Die haben wir auch ganz schön kassiert. Aber es geht noch. Ah, gut. 65%. Was ist hier noch übrig? Da ist noch alles übrig. Stadtwache in Abydos. Wache halten lassen. Wache halten lassen. Ja, ebenso. Wache halten. Das ist jetzt der Conquistador, genau. Der kann ja erstmal ein bisschen die Tiefseeanomalien erkunden. Diplomatie, ja, nehmen wir. Verbesserungspunkte oder Vermögen? Wir nehmen die Verbesserungspunkte. Weiter geht's. Hier gibt's im Moment keine Anomalie. Nichts zu sehen. Der mechanische Ritter. Wir gucken uns aber erstmal den Burgkampf an, bevor wir den mechanischen Ritter mal in Aktion sehen. Ja, die kommen halt nicht mal durch die Stadtmauer durch. Also durch die Burgmauer. Die Rebellen halten aber eine Menge aus. Also die Stadtmilizen machen halt nicht wirklich viel Schaden. Aber die Burgmauer hält locker stand. Sehr schön. So, jetzt sehen wir mal den mechanischen Ritter im Kampf. Attacke! Etwas unspektakulär, oder? Ist im Grunde genommen wie ein...
Ja, wie ein Ritter. Bloß halt, dass er mechanisch ist. Aber wir haben ihn mal gesehen. Der mechanische Ritter im Einsatz. Den müssen wir kurz rausholen. Und dann wieder auf den Tiefseetransporter laden in der nächsten Runde. Ja. Da wurde Lao Zicheng angegriffen. Die Riesenarmbrust ziehen wir da rein. Habt ihr hier noch irgendwelche Gegner da unten? Die Rebellen, aber ich befürchte, die Plünderer schaffen das nicht. Alleine. Und das sind auch noch Armbrustschützen. Selbst die könnten für die Plünderer gefährlich werden. Ziehen die erstmal nach Lao Zicheng und dann müssen wir die eine Runde da rumpimmeln. Was sind das hier für eine Armee? Wassertransporter. Das wollen die hier anlanden. Wissen wir halt nicht. Wir haben leider kein Militärschiff hier oben. Das sollten wir auf keinen Fall alle Armeen hier abziehen. Jetzt geht's halt. Also die werden jetzt mit der Armee nicht Barcelona zurückerobern können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber sie könnten halt plündern. Na gut, im Moment könnten sie das zurückerobern. Hier ist nur eine einzige Stadtmiliz drin und noch eine zweite ist zwar auch noch da, aber die hat nur 10% HP. Dann sollte man ja Armee zurücklassen, ja. Bewegung fortsetzen braucht er jetzt nicht. Er soll ja weiter nach Bristol. Die Armee ziehen wir mal raus. Die muss sich erholen. Das ist der Anführer. Den schicken wir mal da rein. Da die Armee in Anführung braucht jetzt aber noch am besten den Spießträger. Sehr schön. Und ihr bekommt ja die Riesenarmbrust, beziehungsweise ihr habt die ja schon. Das ist gut, aber die Plünderscharen sind Schrott. Dann bekommt er noch einen Armbrustschützen und den Ritter. Die Plünderscharen verteidigen Barcelona. Sehr schön. Haben wir zwei potente Armeen. Dann da oben. Die wir gegen Bristol schicken können. Was Bristol? Ich glaube ja. Erkundungs-EP, Diplomatie. Wir nehmen die Erkundungs-EP. Erkundungs-EP oder Kriegs-EP. Erkundungs-EP. Bewegung ist aufgebraucht. Der Ritter. Ja, an die Front dauert halt eine Weile, weil hier Dschungel ist. Dazwischen. Plünderschar. Ja, bleibt erstmal dort. Und ihr macht euch hier unten ans Erkunden. Kann beendet werden. Machen wir auch gleich. Wir werden aber erst einmal vielleicht jedem Lagerhaus gewährt. Das brauchen wir halt nie machen, weil wir haben ja noch kein Lagerhausgebäude. Das ist so ein bisschen der Mist hier. Hätten wir gern heimische Exporte. Aber haben wir leider nicht.
Dann lasst uns doch mal das hier nehmen. Generiert zusätzlichen Luxus von Plantagengütern. Das Ding ist, ich zeige euch das mal. Wir haben ja einige Plantagen. Ich weiß es aber nicht, ob wir dann in Rom hier Luxusgüter haben. Und lest euch das mal bitte durch. Ganz unten, das, der Teil, der Luxusgüterbedarf wird nie zu weniger als 100% erfüllt sein. Also 100% ist das Niedrigste. Hä? Warum? Verstehe ich auch nicht. Aber so ist es halt. Und jetzt, wir haben hier 0 von 5 Luxus. Wir testen das jetzt mal. Ob die Plantagen dann Luxus abwerfen. Die normalen Plantagen von Trauben. Wartet, wo war's? Hier. Tatsächlich. Das ist ja eine feine Sache. Also werfen die Luxus ab. Schön, haben wir zwei, also wahrscheinlich zwei Plantagen. Ja. Genau. Einmal halt durch die Oliven und einmal durch die Trauben. Schön. Wunderbar. Runde beenden. Können wir machen. Geld sparen wir erstmal noch, weil dieses Chaos-Event können wir dann vielleicht umgehen. Kein Bock auf noch mehr Rebellen oder nochmal Rebellen zu bekommen. Da wurde der mechanische Ritter angegriffen. Habe ich keine Angst. Hier, Piraten. Die zunehmende Erkundung der offenen Gewässer weit weg von der zivilisierten Gesellschaft hat zu einer Explosion der Piratenaktivitäten geführt. Diese Opportunisten lassen sich mit einer kleinen Zahlung abwimmeln. Andernfalls richten sie Schaden an den Schiffen von Rom an. Das muss jetzt nicht wirklich sein. Erstellt 3 Freibeuter in jeder Region in Rom. Nee, in jeder Region. Da haben wir überhaupt keine Lust drauf. Da bezahlen wir lieber die 750 Goldstücke. Lutetia hat standgehalten. Da werden wir den Spießträger jetzt rausziehen. Und dann gucken wir uns den Kampf hier von den mechanischen Rittern an. Nö, brauchen wir uns nicht angucken. Der hat ja gewonnen. Den schicken wir mal hier noch mit hin. Dann soll er die Rebellen da bekämpfen. Ach, schaut mal. Die Rebellen haben sich sogar ein Lager gemacht. Ein Rebellenlager, oder wie? Das zählt als Barbarenlager. Hm. Das ist der Gesandte, oder? Erkundungs-EP. Naja, Tiefseetransporter. Nee, nicht der Gesandte. Das ist der Konquistador, glaube ich. Kriegs-EP oder Kultur? Ja, wir gönnen uns die Kultur. Hier unten gibt es irgendwie nichts. Für die Karawelle. Ich musste niesen, Leute. Ich hoffe, ich konnte mich rechtzeitig muten. Oh, hier scheint es eine Küste zu geben. Ja. Zwei Armeen können jetzt hier Stellung beziehen. Die Riesenarmbrustarmee kann sogar schon angreifen. Na dann, Attacke. Sehen wir das erste Mal eine Lagerungswaffe im Einsatz. Alter Schwede, 25 Schaden. Das Vierfache, was so ein Spießträger macht. An der Mauer. Da sagst du nicht nein. Die ballert rein. Jawoll. Fan von Riesenarmbrust. Mal schauen, was die an den Stadtmilizen dann an Schaden macht. Wird wahrscheinlich bedeutend weniger sein. Ähm,
werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Schlacht dann sehen. Oder schießt sie nochmal? Nee. Spießträger haben ganz schön gelitten. Aber wir haben noch eine zweite Armee daneben stehen. Na dann. Hat. Okay, die hatte keine Bewegungspunkte mehr. Die hätte Bewegungspunkte, wenn der Anführer nicht dabei wäre. Wir können das probieren, dass wir den Anführer zurücklassen. Ja. Gunst der Stunde nutzen und denen hier Schaden zufügen. Vielleicht kriegen wir ja die Stadt sogar schon erobert. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Ihr müsst hier einfach mal die Stellung wieder halten. Der zieht damit rein. Brauchen irgendwas hier unten. Wartet mal, hier war da irgendwo ein Ritter. Wo haben wir den Ritter hingeschickt? Da ist er. Mit dem Ritter zusammen könnt ihr euch mit denen da unten wahrscheinlich messen. Nicht wahrscheinlich, da könnt ihr euch auf jeden Fall messen mit den zwei Armeen. Besserungspunkte. Ja, danke. Ich guck nur, wo war hier irgendwie eine goldene Stadt oder sowas? Beziehungsweise Expedition. Also an der Küste gibt es nichts zu entdecken hier oben im Norden. Wir müssen weiter ins Landesinnere eigentlich rein, aber die haben uns die offenen Grenzen gekündigt. Das ist natürlich schlecht. Hier, tropischer Regenwald, da gibt es eine Expedition, die wir vielleicht starten können. Nicht vielleicht, die wir auf jeden Fall noch. Ja, Expedition verfügbar. Ich weiß nicht, ob die, wenn die Entdecker losschicken, ob dann die Expedition weg wäre. Aber also von der reinen Logik her wäre das natürlich logisch. Jedoch, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch nicht so, dass jede Nation da eine Expedition hinschicken kann, aber das wäre ja Quatsch. Anscheinend haben die hier noch keine Expedition hingeschickt. Wir sind die Ersten, die ins Zeitalter der Aufklärung vorstoßen würden. Feine Sache. Keine Anomalie zu sehen. Ihr werdet jetzt zu einem Tiefseetransporter. Mhm. Region inaktiv, Abydos. Was habt ihr denn gebaut? Ich glaube eine Stadtwache, genau, eine Stadtwache habt ihr gebaut. Oh, ist ja richtig krass Unruhe. Minus 5, das ist ein bisschen langsam, wie das nach unten geht. Da werden wir in Abydos wahrscheinlich 3 Runden. Wir werden trotzdem nochmal Künste einsetzen. Unruhen reduzieren in Abydos. Dann passt das oder sollte es passen. Was braucht ihr denn noch? Oh, ihr braucht Wohnraum. Gab es keine Gebäude für. Mausoleum? Ja, baut man Mausoleum. Einfach weil es am billigsten ist. Wohnraum. Das ist ein Brennofen, der verwüstet wurde. Oh, wir haben 76 Schaufeln. Sagt das doch, Leute. Ach, die Behausung können wir aufwerten. Ja, mach das mal und schon ist das Problem mit Wohnraum gelöst worden. Brennofen. Ebenfalls reparieren. Welche Stadt braucht am meisten Hilfe? Hier, Nicomedia. Woran hapert's hier?
an Glauben. Was bauen wir in Nikomedia? Ach, da bauen wir auch schon die Kirche. Ja, große Kirche. Gut. Wir könnten höchstens mal schauen, hier gibt es ja genügend Wald, ob wir noch ein paar religiöse Texte hier produzieren könnten. Also im Moment wird ein religiöser Text produziert. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Wir produzieren aber auch nur einmal Papier. Stämme produzieren wir genügend. Wir brauchen noch einen Papiermacher. Ja, einen Papiermacher für Nicomedia. Ach stimmt, da war das Problem, dass wir nicht genügend Platz hatten. Aber jetzt mittlerweile haben wir Platz. Oh, der Papiermacher ist beschädigt worden. Deswegen hatten wir hier nicht mehr genügend Glauben. Ja, das waren die Rebellen. Gut. Trotzdem können wir noch was Gutes für Nicomedia tun. Ihr braucht halt einen Müllhaufen. Nützt nichts. Müllhaufen für Nicomedia. Schwuppsdiwupps. Und schon sieht das mit dem Wachstum ganz anders aus. Nahrung, ja. Auch so ein stetiges Problem hier in der Stadt. Wann. Ah, das dauert noch ewig, ist das ja ausbreitet. Wir könnten Nutzschiffe produzieren und die holen sich dann hier die Nahrung. Das wäre, glaube ich, am besten. Aber hier gibt es auch nochmal die Möglichkeit, Fischerboote zu produzieren. Jedoch, ihr seht, die Schaufelpunkte, wir sind alle. Runde beenden machen wir jedoch erst in der nächsten Folge, Freunde der Nacht. Das war's für diese Folge. Däumchen nach oben, was in die Kommentare und ganz wichtig, Abo da lassen, kostet euch keinen blöden Cent, aber motiviert mich ungemein. Wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge im Millennia. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.